Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute geht es um ein etwas persönliches Thema, meine eigenen Erfahrungen zum Thema Lipidem und Bewegung und worauf du achten solltest. Ich finde ja, Lipidem und Bewegung ist ein ziemlich spannendes Thema, denn wie heißt es so schön, wer rastet, der rostet. Das gilt leider auch für uns Lipidem-Patienten. Und natürlich gibt es auch Frauen, die aufgrund des Lipidems körperlich eingeschränkt sind. Und wer zusätzlich noch an Übergewicht leidet, der hat definitiv nichts zu lachen und oftmals auch nicht wirklich Spaß an Bewegung, also sprich eigentlich komplett den Spaß an Bewegung verloren. Das ging mir früher nicht anders. Viele wissen ja, dass ich auch mal fast 110 Kilo hatte und wenn ich mich so an die, an die Anfangszeit meiner Diagnose erinnere, das war keine schöne Zeit, sage ich euch. Dabei ist regelmäßige Bewegung vor allem in Verbindung mit Kompression extrem wichtig und super hilfreich für uns. Auch wenn Bewegung das Lipidem nicht verschwinden lässt, das wissen wir alle, es hilft uns einfach mobil, also sprich beweglich und vor allem fit zu bleiben. Durch Bewegung in der Kompression wird nicht nur die Durchblutung angeregt, es hilft auch dem Lymphabflusssystem enorm bei seiner Arbeit. Und für mich ist Sport eigentlich mittlerweile ein ganz, ganz toller Begleiter geworden, der mir nicht nur hilft, die Symptome und die Beschwerden des Lipidems zu reduzieren, sondern er spielt auch für mich, also mental, eine ganz, ganz große Rolle. Wie oft geht es mir manchmal nicht gut? Ich bin müde, schlapp, manchmal vielleicht sogar ein bisschen depressiv. Am liebsten würde ich mich unter die Bettdecke kuscheln, den Fernseher anmachen und nichts tun. Die Beine pochen und alles, wie man so schön sagt, ist. Solche Tage gibt es. Und ich glaube, die gibt es sicher bei jedem Menschen, oder? Was hilft dann? Bewegung. Dabei ist es total egal, ob du dich aufrocken kannst und richtig Sport machst, beziehungsweise ins Fitnessstudio beispielsweise, auf den Crosstrainer gehst, oder ob du dich mit einem kurzen Workout von zu Hause selbst wieder aktivierst. Es hilft manchmal auch schon, wenn du nur spazieren gehst, raus an die frische Luft. Das ist wirklich mega Gold wert. Also mein absoluter Mega-Tipp. Wahrscheinlich wissen das ganz viele, aber es setzt halt keiner um oder die wenigsten. Warum ist draußen so wichtig? Zum einen wird der gesamte Körper wieder aktiviert und unser Herz-Kreislauf-System kommt wieder auf Touren. Und zum anderen wirkt Sport und allgemein auch draußen Sport oder Bewegung, also auch ein Spaziergang in Kompression, wirklich Wunder auf unsere Beschwerden. Es ist, wie gesagt, total egal, was du machst. Hauptsache, du machst was. Vergiss aber dabei bitte nicht, auf deinen Körper zu hören, denn Sport ist nicht gleich Sport. Und was vielleicht der einen gut tut, tut der anderen ganz und gar nicht gut. Das heißt, probier einfach mal ein bisschen aus, welche Sportart, welche Bewegungsform dir persönlich hilft. Achte aber darauf, dass du dich nicht quälen musst, denn Spaß ist wichtig und vor allem sehr hilfreich, vor allem, wenn man ja dann auch regelmäßig Bewegung in seinen Alltag integrieren möchte. Tja, wie habe ich angefangen und worauf solltest du unbedingt achten? Also, zum einen ist es wichtig, wie bereits erwähnt, was zu finden, was dir Spaß macht. Vielleicht startest du am Anfang mit kleinen und kurzen Sporteinheiten. Da hilft auch schon einfach Dinge im Alltag umzustellen, statt zum Beispiel der Treppe, statt dem Aufzug die Treppe zu nutzen oder beim Einkaufen ein bisschen weiter weg das Auto parken, dass man einfach sich bewegen muss, beim Spaziergang in der frischen Luft vielleicht. Das kann man gerne in die Mittagspause legen oder nach dem Abendessen nochmal eine ganz kleine Runde gehen, um einfach nochmal in Schwung zu kommen, nochmal Sauerstoff zu kriegen. Einfach ganz viel, was nur möglich ist, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen. Es zählt wirklich jede Bewegungseinheit und natürlich ist jede Bewegung besser, als auf dem Sofa zu sitzen, weil Sitzen ist für uns oder für unsere Beine sowieso ohnehin das Schlimmste. Ne? Also dieses angewinkelte Sitzen ist absolut gar nicht gut und ich glaube, viele, die eine sitzende Tätigkeit haben, können das bestätigen. Bei mir, beziehungsweise, ich habe tatsächlich das so gemacht. Ich habe mich wirklich so ein bisschen rangetastet, bin früher sehr viel Fahrrad gefahren. Als ich dann umgezogen bin, war das mit dem Fahrradfahren hier nicht mehr ganz so einfach, weil im Schwarzwald ist es doch sehr bergig. Und ein E-Bike
da bin ich mir noch ein bisschen zu stolz, muss ich ehrlich gesagt sagen, vielleicht so in 10 Jahren. Vielleicht hole ich mir dann ein E-Bike und dann kann ich wieder Fahrrad fahren gehen. Ich bin umgestiegen. Ich gehe sehr gerne walken, im Sommer auch ab und an mal joggen. Und ich gehe einfach gerne raus in die Natur, egal ob ich mit meinem Pferd draußen bin oder mit dem Hund von einer Freundin. Es ist egal, Hauptsache raus. Kompression ist extrem wichtig beim Sport. Ich rate immer dazu, wirklich die Vorteile und die positive Auswirkung deiner Kompression beim Training zu nutzen. Wem die medizinische Kompression ein bisschen zu fest ist oder bei manchen Sportarten schränkt sie ja auch ein, der kann auf eine Art Sportleggings mit Kompression umsteigen, also sprich einfach eine etwas festere Leggings, die es auch für viele Sportler so gibt. Die ist dann zwar nicht medizinisch und auch nicht auf uns angepasst, ganz klar, aber besser als gar nichts. Beim Yoga oder ähnlichen Sportarten, die mit weniger starken Bewegungen auskommen, brauchst du nicht unbedingt deine Flachstrickkompression tragen. Ich empfehle die auf alle Fälle bei Sportarten wie Joggen, Radfahren, schnelles Walken, also da wirklich die Kompression zu tragen, weil durch die Kompression wird das schwere Gefühl meist verhindert bzw. gelindert, und wer schwere Beine hat und sich darin wirklich eine Weile bewegt, der bekommt sie auch wieder eher los. Also es wird wirklich was aktiviert im Körper, sodass dieses schwere Gefühl, oftmals auch die Schmerzen, dadurch weggehen, wenn wir uns natürlich bewegen. Also die Kompression bringt nur was, wenn wir uns auch da drin bewegen. Vom Rumliegen wird nichts aktiviert, ist logisch, ne? Außerdem hilft die Kompression natürlich auch bei der Regeneration. Seitdem ich sie habe und auch wirklich beim Sport trage, das ist jetzt auch schon, das sind jetzt auch schon gute 5 Jahre, seit ich mit der ganzen Geschichte zu tun habe, habe ich deutlich weniger Muskelkater. Eine Ausnahme gibt es jedoch: beim Bewegen im Wasser braucht ihr natürlich keine Kompression, denn das Wasser passt sich ja euren Konturen an und wirkt dabei ähnlich wie eine Lymphdrainage. Und ich denke, es würde auch etwas komisch aussehen, wenn wir in unseren Strümpfen im Wasser rumhüpfen würden, oder? Also ich glaube, da fällt man doch noch mehr unangenehm auf, als es uns sowieso schon unangenehm ist. Also ich bin auch, ich war früher sehr, sehr ungern in Schwimmbädern. Mittlerweile denke ich mir, es geht um mich, es geht um meine Krankheit, mir muss es gut gehen und die anderen schauen, ob du Lymphödem hast oder nicht. Ne? Es ist, nobody is perfect, ne? Kennen wir ja jetzt mittlerweile auch aus der Serie, die aktuell läuft, beziehungsweise lief, je nachdem, wann ihr die Folge hier anhört oder anschaut. Probier einfach selber aus, wie es dir damit geht, mit und ohne der medizinischen Kompressionsversorgung, und vor allem lass dir von deiner Krankheit bloß nicht dein Leben bestimmen. Ja, wie bereits oberhalb erwähnt, hilft uns der Sport nicht, das Lymphödem wegzubekommen oder abzunehmen, aber es hilft uns allgemein fitter zu werden und beweglicher zu sein, und vor allem sorgt es dafür, dass wir uns einfach wohler fühlen in unserem Körper. Sport hilft uns dabei, uns richtig zu spüren. Es ist eine extrem gute Ergänzung und Unterstützung für die konservative Therapie und sorgt natürlich auch für gute Laune. Wie bereits erwähnt, bei mir ist es ein mentaler Punkt. Also für mich ist Sport einfach so, wie soll ich sagen, es werden Glückshormone ausgeschüttet und mir geht es danach immer super gut. Ich bin richtig stolz, wenn ich mich an so blöden Tagen dazu aufraffen konnte, mich zu bewegen und richtig Gas geben zu können. Ne? Also richtig so einmal auspowern. Dann kommt man wirklich wieder in seine Energie und in seine Kraft. Ich empfehle allgemein immer so eine Mischung aus Kraft- und Ausdauersport. Dabei muss man übrigens nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Also ich beispielsweise mache alles von zu Hause. Warum Krafttraining? Ja, Krafttraining ist vor allem mit dem eigenen Körpergewicht super effektiv und vor allem total flexibel und von überall aus natürlich machbar. Du brauchst im Prinzip nur deinen eigenen Körper, die richtigen Klamotten, vielleicht eine Matte, eventuell noch Schuhe oder Anti-Rutsch-Socken. Also ich trainiere meistens sogar barfuß zu Hause und dann kann es losgehen. Ja, warum Krafttraining? Ich stelle mir die Muskeln, vielleicht bringt euch das so ein bisschen was, immer vor wie kleine Fabriken, die ständig, und zwar auch im Ruhezustand, also auch wenn du faul auf dem Sofa sitzt oder sogar schläfst, Kalorien verbrennen.
logisch, dass je mehr wir an Muskulatur haben, desto mehr Kalorien natürlich werden natürlich auch verbrannt. Das heißt, unser Kalorienbedarf steigt. Außerdem können wir durch die Muskeln unseren Körper auch teilweise definieren. Kommt immer darauf an, ne? Wie viel man natürlich auch Gewicht hat, wie viel man abnimmt dadurch und wie stark natürlich auch ja, die Geschichte mit der Haut, mit dem Lipidem ist. Ne? Und wir bekommen einfach durch den Kraftsport auch viel mehr Kraft. Ne? Also ich bin absoluter Fan mittlerweile. Ich könnte mir es ohne nicht mehr vorstellen, muss aber auch natürlich jeder für sich entscheiden. Klar, ein weiterer Vorteil, wer zum Beispiel unter Gelenkschmerzen leidet, der sollte unbedingt regelmäßig Kraftsport oder einfach Stabilitätssport treiben, denn unser Bewegungsapparat wird dadurch gestärkt und wir können eben durch diesen gezielten Muskelaufbau nicht nur Gelenke, sondern auch Sehnen, Bänder und so weiter aktiv stärken und natürlich auch schützen. Also wir bleiben dann so rundum auch etwas fitter und aktiver und bekommen auch irgendwo mehr Selbstbewusstsein. Und diverse Schmerzen bzw. falsche Haltung, da kann man einfach ein bisschen entgegenwirken, indem man gezielt das Training auf gewisse Muskelpartien setzt. Ne? Also eine beliebte Alterskrankheit oder beziehungsweise, ich glaube, jeder kennt es, jeder hat, auch die jüngere Generation hat schon mal das ein oder andere Mal Rückenschmerzen gehabt. Und durch den gezielten Aufbau der Rückenmuskulatur können wir diesen Schmerz entgegenwirken. Wir können also im Prinzip, ja, das kann sicher derjenige, der das schon mal gemacht hat oder der schon mal Rückenschmerzen hatte und sich dann bewegt hat, kann das sicherlich bestätigen. Also mir geht es auch manchmal so, früher war es noch schlimmer, dass wenn ich zu wenig Sport gemacht habe, dass ich dann einfach vermehrt auch Rückenschmerzen bekommen habe. Und wenn ich gelaufen bin oder wenn ich dann wieder aktiver geworden bin, sind die einfach wieder von alleine weggegangen. Also einfach mal ausprobieren. Vielleicht auch, ich weiß nicht, manche gehen in Reha-Sport, ne? Da kann man sich auch tolle Übungen zeigen lassen, was da in dem Moment auch gut tun würde und vor allem auch der Muskulatur gezielt helfen kann. Ganz oft werde ich gefragt, ja, was ist denn mit Ausdauersport? Natürlich ist der auch super wichtig, vor allem für unser Herz-Kreislauf-System. Unser Herz ist nämlich auch nur ein Muskel und genau der wird dabei gestärkt. Die Durchblutung wird gefordert, die Zellen und vor allem auch beim Ausdauersport in der Natur werden mit Sauerstoff versorgt und somit auch die Leistungsfähigkeit und Konzentration gesteigert. Auch das Immunsystem profitiert vom Ausdauersport. Der ganze Organismus wird nämlich besser versorgt und es werden mehr Abwehrzellen gebildet, die uns dann vor Viren und Bakterien schützen können. Der Unterschied zwischen Kraftsport ist einfach, dass beim Ausdauersport nur dann, wenn wir es auch tun, Kalorien verbrannt werden. Der Nachbrenneffekt ist beim Ausdauersport natürlich deutlich geringer als beim Kraftsport, aber dennoch sehr nützlich und hilfreich, gerade auch, um gewichtlos zu werden. Oft werde ich gefragt, ob es denn den richtigen Sport fürs Lipidem gibt. Jein. Ich denke, es ist immer individuell zu betrachten. Es ist wichtig, eine Sportart zu finden, die uns, wie gesagt, Spaß macht und die uns auch in einer gewissen Art und Weise fordert. Ich gehe gerne walken, egal ob mit oder ohne Stücken, denn für mich gibt es wirklich nichts Schöneres, als an der frischen Luft zu sein. An schlechten Tagen gehe ich dann gerne auf meinen Crosstrainer oder auf mein Liegeergometer. Also ich habe zu Hause so ein paar Geräte schon mir zugelegt, weil ich es einfach schöner finde, von zu Hause Sport machen zu können, als ins Fitnessstudio zu müssen, einfach auch aufgrund dessen, weil ich mir so Zeit und Geld spare. Ich glaube, Zeit ist noch der größere Faktor als das Geld und weil ich mich auch viel wohler fühle zu Hause. Ich mache zum Beispiel zu Hause wirklich nur in Kompression und meine Sport-BH, ja, und vielleicht ein T-Shirt drüber, Sport. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich mich anziehen, ich muss mich aufraffen, ich muss meine Tasche packen und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Faktoren, die mich persönlich einfach stören und so habe ich mir einfach diverse Dinge zu Hause angeschafft, so muss ich sagen, wie eben den Crosstrainer und das Liegeergometer, also ein Fahrrad, auf dem man so halbwegs liegt, was sehr, sehr gut ist, weil die Beine auch nicht so extrem abgewinkelt werden. Und ganz toll und ganz gut für die Beine und unser Lymphabflusssystem ist natürlich auch das Trampolin. Viele haben damit auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht, kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Da werden nämlich unglaublich viele verschiedene Muskelgruppen aktiviert, weil es ja sehr instabil ist. Ne? Auch wenn es total einfach ausschaut, das kann ganz schön täuschen und unter Umständen kann man davon auch wirklich einen bösen Muskelkater bekommen.
Und natürlich alles, was sich im Wasser machen lässt, wie Aquacycling, Aquagymnastik oder Jogging, ist natürlich das Optimalste für uns. Auch einfach Schwimmen ist super und sollte regelmäßig gemacht werden. Für die ein oder andere kostet es zwar viel Überwindung, aber wie gesagt, hey, traut euch, es geht nicht um die anderen, sondern um euch. Geguckt wird immer, es geht um euch, es geht um dich. Und wer mag, kann das auch einfach so, kann auch dann zu Hause was zum Beispiel wie Yoga machen. Ja, das hilft auch vielen, so ein bisschen den Ausgleich vom stressigen Alltag zu finden. Also einfach mal durch bestimmte Atemübungen auch abschalten zu können. Da muss jeder so für sich rausfinden, was einem passt. Also es ist wirklich total egal, was du machst. Und nochmal, wie gesagt, es muss einfach Spaß machen. Und man muss dafür nicht ins Fitnessstudio gehen, was vielleicht eine Menge Geld kostet und wo man sich dann auch noch unwohl fühlt. Also ich trainiere, wie gesagt, am liebsten von zu Hause in Kompression und Sport-BH. Total zwanglos und kann danach sofort unter die Dusche springen und muss nicht noch extra ewig weit fahren und hin und her, diese Fahrten hin und her haben oder noch irgendwie Stress haben mit der Öffnungszeit. Ich denke, es hat alles so seine Vor- und Nachteile und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es für jeden oder jede von uns die perfekte Sportart gibt. Es gilt, sie eben nur zu finden. In diesem Sinne, bleibt experimentierfreudig, neugierig und bewegt euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kleines Like da lasst, wenn ihr vielleicht auch das ein oder andere kommentiert, wie es euch so mit Sport oder mit Bewegung geht, was ihr so gerne macht vielleicht auch. Ich würde mich teilen, wenn ihr die Folge, ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge teilt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen restlichen Tag, Abend, was auch immer ihr heute noch so vorhabt und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss!